Hallo, ich bin Finian von Lessig TV und in diesem Schuljahr heißt unser Projekt Hallo Nachbarn in der Wiehre. Unser Ziel ist es, kleine Unternehmen in der Nähe kennenzulernen und ihnen vorzustellen. Heute sind wir bei der Bäckerei Lai. Kommt mit! Bitte stellen Sie uns Ihr Unternehmen vor. Also das hier ist der Bäckerlei und den gibt es schon seit 1905. Mein Uropa hat dieses Haus hier gebaut und hat die Bäckerei gegründet. Und fortgeführt wurde es dann eben von meinem Opa Kurt und von meinem Vater und meiner Mutter. Okay. Und mein Bruder und ich haben es 2004 übernommen. Wo haben Sie Ihren Beruf erlernt? Hier tatsächlich. Ich habe erst Betriebswirtschaft studiert und dann war ich hier bei meiner Mutter quasi in der Lehre. Wie lange arbeiten Sie schon als Bäckerin? Als Bäckereifachverkäuferin arbeite ich dann seit 1995 habe ich angefangen mit dem Berufsleben und ja, 2000 dann als Bäckereiverkäuferin. Wie viele Mitarbeiter arbeiten in Ihrer Bäckerei? Insgesamt sind es 30, von der Putzfrau über den Fahrer zum Bäcker und zur Bäckereifachverkäuferin so. Welche Backwaren sind besonders gefragt? Dinkeleck, die Laugeteile und die Kopenhagener. Hat sich das im Laufe der Jahre geändert? Na, das ist eigentlich ähnlich geblieben. Da kam halt mal was dazu, zum Beispiel das Dinkeleck, weil das mein Bruder halt erfunden hat. Und ja, aber sonst ist das Sortiment stabil und ähnlich. Okay. Und bilden die auch aus? Ja, wir bilden auch aus. Also wir haben immer in jedem Lehrjahr mindestens einen Bäcker oder halt auch als Bäckereifachverkäuferin. Und jetzt aktuell hier im Lade ist heute Azubi Power. Das sind zwei Azubis, die heute Mittag den Lade zusammenschmeißen. Das ist eine im ersten Lehrjahr und eine im dritten Lehrjahr. Okay. Und wie früh beginnt die Arbeit in der Backstube? Heute Nacht, also von Freitag auf Samstag, fängt der erste Bäcker wirklich um 21 Uhr schon an. So mit spät. Also so früh. Der fängt dann an und mischt halt die Zutaten zusammen und bereitet die Teige vor und später wird es dann halt aufgearbeitet. Und arbeitet dann bis morgens? Ja, der ist aber dann meistens, wenn ich komme morgen um 5 oder um 5:30, da macht der dann Feierabend. Okay. Ja, der fängt an mit den Broten, zuerst werden die Brote gebacken, dann Brötchen und dann die süße Teilchen. Okay, und bleibt am Ende des Tages noch irgendwelche Backwaren übrig? Ja, hoffentlich nicht. Also du solltest natürlich auch immer noch was da haben für den letzten Kunde, sonst geht der leer aus und kommt nicht mehr. Aber was übrig bleibt, wird nicht weggeschmissen. Das geht zum einen an die Tafel oder an Flüchtlinge, die das abends abhole. Oder es wird halt wieder verwendet. Backmehl oder Nussfüllung kann man das nochmal verwenden. Haben Sie Pläne für die Zukunft? Ja, nee, eigentlich haben wir jetzt keine mehr. Du meinst, ob wir noch größer werden? Oder? Ja, irgend sowas. Nee, das haben wir nicht. Wir möchten es eigentlich so klein halten, weil das ist ja gerade das ganz Besondere. Und das Tagesgeschäft bringt immer so viel Besonderheiten mit, dass wir damit genug haben. Also heute zum Beispiel kann ich dir erzählen, da war jetzt das Erste, was passiert ist heute Morgen, dass unsere Snackhilfe, die belegte Brötchen macht, die hat verschlafen. Und um 5.30 Uhr fehlt dann auf einmal eine Person und dann sind die belegten Brötchen einfach nicht fertig. Als nächstes ist die Brotschneidemaschine kaputt gegangen. Und da kommen ganz viele Leute, die wollen ihre Brote geschnitten. Da musste jeder, ja, muss man halt sagen, nee, geht nicht. Und reparieren muss man sie auch noch nebenher. Und dann, zu guter Letzt, ist der Fahrer noch gegen ein anderes Auto gefahren. Also dann haben wir eigentlich, dann reicht's. Dann freuen wir uns jetzt schon aufs Wochenende. Okay. Vielen Dank für das Interview. Ja, war es das schon? Ja. Okay, gut, super.